Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sven Fricke und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ich möchte dich herzlich dazu einladen, zusammen mit mir im Rahmen dieser kleinen Bibelserie, warum ich mich nicht fürchte, das Wort Gottes zu betrachten. Das Wort, das ich uns heute mitgebracht habe und auf das ich unser Augenmerk richten möchte, ist wiederum ein Wort des Apostels Paulus, diesmal aber an eine Gemeinde in Thessalonich. Und wir befinden uns hier in dem ersten Thessalonicher, das ist der erste Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher, dort in die Gemeinde in Thessalonich. Im Kapitel 5 sind wir Vers 9 und 10, zwei Verse, die ich uns vor Augen malen möchte, die voller Hoffnung sind. Und eigentlich könnte man sagen, in diesen zwei Versen ist das Evangelium verpackt in einer Nussschale. Was meine ich damit? Erstmal möchte ich die Verse lesen. Hier sagt uns nun das Wort Gottes durch den Mund des Apostels Paulus: Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Wow! Zwei Verse, die es wirklich in sich haben. Okay, fangen wir an, die Verse so ein bisschen auseinanderzuziehen. Der Apostel Paulus sagt hier seiner Gemeinde in Thessalonich Folgendes: Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt. Was heißt das denn? Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt. Zuallererst heißt es einmal, es muss ein Zorngericht geben. Denn sonst würde Paulus ja nicht hier von einem Zorngericht reden, zu dem wir aber nicht bestimmt sind. Und es gibt in der Tat auch ein Zorngericht, nämlich Gottes Zorn, in dem er Gericht übt. Und vielleicht, lieber Zuschauer, ist das erste Mal für dich, dass du etwas von Gott hörst, der zornig ist. Und ich möchte dir sagen, ja, auch das gehört zum Evangelium. Gott ist zornig. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der in allen seinen Wesenszügen absolut heilig ist. Gott ist Gott und er ist absolut heilig. Sein Zorn ist somit nicht das, was wir auf Erden unter den Menschen am Zorn kennen, was mit Bosheit zu tun hat, was mit Verkehrtheit zu tun hat, was mit Ungerechtigkeit zu tun hat. Beispielsweise sagt die Bibel auch, er ist ein eifersüchtiger Gott. Und auch dort sind wir nicht gut beraten, wenn wir Eifersucht dann in dem Bilde sehen, wie wir es unter den Menschenkindern auf Erden kennen. Aber Gott hat eben diese Wesenszüge. Er hat einen heiligen Zorn, so wie er eine heilige Freude hat. Er hat einen heiligen Hass, wie er auch eine Freude über das Gute hat, ja, wie er Sachen auch gut findet und liebt beispielsweise. Beispielsweise heißt es, Gott hasst die Sünde. Ich meine, was wäre das für ein Gott, der die Sünde lieben würde? Ja? Oder Gott hasst Ungerechtigkeit. Was wäre das für ein Gott, der Ungerechtigkeit lieben würde, dann würden wir es mit einem Tyrannen zu tun haben, wo wir niemals wüssten, wie wir bei ihm an welcher Adresse wir überhaupt sind, wenn er ungerecht wäre. Also, dass Gott diese Wesenszüge hat, die bei ihm absolut heilig sind, ist etwas absolut Positives. Selbst der Zorn Gottes ist etwas absolut Positives. Und warum, das werde ich gleich noch erklären. Aber zuallererst sollten wir festhalten, dass Gott ein Zorngericht bestimmt hat. Weil er gerecht ist, muss er
einen Zorn auf Sünde haben. Beispielsweise, lass mich ein kleines Beispiel nennen, an dem du auch begreifen kannst, was ich damit meine. Wenn du, lieber Zuschauer, sagst, du liebst Kinder, vielleicht hast du selber Kinder, ich selbst bin Vater von 4 Kindern und ich sage von mir aus wirklich, ich liebe Kinder, dann muss es aus einer logischen Konsequenz heraus in mir auch eine Abscheu, einen Zorn oder einen Hass gegen alles geben, was meine Kinder angreifen will, was sie angreift oder was ihnen bewusst und willentlich Schaden zufügt. Was sage ich damit? Wenn du, lieber Zuschauer, sagst, du liebst Kinder und sagst mir auf der anderen Seite, du bist aber völlig gleichgültig gegenüber Kindermord oder Kindesmissbrauch, du sagst, du bist gleichgültig, ja, du liebst deine Kinder, aber den Sachen gegenüber bist du gleichgültig, dann würde ich sagen, du, ich kann dich gar nicht ernst nehmen. Wenn du Kinder liebst, dann musst du einen guten, gesunden Hass auf Kindesmissbrauch haben. Wenn du Kinder liebst, musst du einen guten und gesunden, eine gute und gesunde Abneigung und wirklich einen Ekel vor diesen Dingen haben, vor Gewalt an Kindern. Das ist einfach so. Wenn wir die eine Sache lieben, müssen wir die andere Sache konsequent auch hassen, die dieser Sache entgegenspricht oder das bekämpft, was wir lieben. Und genauso ist es mit Gott. Sein Zorn ist da, weil er die Sünde hasst, weil Sünde uns Menschen ins Verderben zieht und ins Verderben bringt, uns tötet. Und Gott ist ein Gott des Lebens. Ja, er bietet uns das ewige Leben an und somit hat er einen Zorn auf alle Sünde und auf Sünder, die unbußfertig sind und einfach nicht umkehren wollen, die seine Gnade sozusagen ausschlagen. Ich bin ja dabei, um zu erklären, warum uns hier der Apostel Paulus sagt, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt. Es gibt also ein Zorngericht. In einem anderen Brief sagt derselbe Apostel Paulus seiner Gemeinde in Rom zu den Römern, sagt er im ersten Kapitel gleich, denn vom Himmel her ist Gottes Zorn offenbart. Über was? Über alle Gottlosigkeit der Menschen. Ja? Wir Menschen, wir haben uns, und das habe ich in der letzten Serie erklärt, wir haben uns durch unsere Schuld und unsere Sünde von Gott getrennt. Wir haben ihn sozusagen aus unserem Leben verbannt oder haben uns selbst aus seiner Gegenwart verbannt durch unsere Sünde und unsere Schuld. Er hat gesagt, du sollst nicht töten und ein Volk von Mördern sind wir geworden. Er hat gesagt, du sollst nicht lügen und ein Volk von Lügnern, ein Volk von unreinen Lippen sind wir geworden. Er hat gesagt, du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, Hof und Weib. Und wir begehren alles, was unser Nächster hat und wollen alles in unserer Gier für uns in Anspruch nehmen und besitzen. Er hat gesagt, du sollst Mutter und Vater ehren und wir sind zu einem Volk geworden, das die Alten mit Füßen tritt. Und überall sind wir schuldig geworden. Er hat gesagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben und wir huren herum mit allen anderen Religionen auf diesem Erdenrund. So, Gottes Zorn ist mehr als berechtigt. Aber hier sagt das Wort, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Und da kommt das Evangelium. Wie ich gestern schon sagte, Jesus Christus ist in unseren Gerichtsstand gekommen und hat unsere Schuld und unsere Sünde auf sich genommen. Und das, was wir hätten empfangen sollen, nämlich Tod und Verderben durch den gerechten Zorn Gottes, dieses gerechte Zornesgericht, denn Paulus sagt auch in dem Brief an die Römer, da ist nicht einer, der Gutes tut, nein, nicht einer, denn alle sind wir abgewichen und haben allesamt gesündigt. So, Jesus hat unsere Schuld und unsere Sünde auf sich genommen und wurde an unserer Stelle am Kreuz von Golgatha verurteilt. Eigentlich war der Platz am Kreuz dein und mein Platz. Und wir hätten dort den Urteilsspruch, der gerecht ist, von Gott empfangen sollen. Tod. Der Sündelohn ist der Tod. Doch Christus hat diesen Urteilsspruch auf sich genommen, um uns freizukaufen.
Wenn du vor Gericht bist und du bist angeklagt, mit 120 durch die Innenstadt gefahren zu sein, wo nur 50 erlaubt ist, und nun musst du eine 1.500 € Geldstrafe zahlen, und dein Freund kommt auch in den Gerichtssaal und hinterlegt für dich die Geldstrafe, dann darf der Richter dich legitim und rechtmäßig freilassen, denn dein Freund hat für dich die Geldstrafe bezahlt, auch wenn du sie nicht bezahlen konntest. Aber der Richter hat die Legitimation und das Recht dazu, dich aufgrund der bezahlten Strafe freizulassen. Und genau dasselbe hat Christus für uns getan. Er hat mit seinem Blut und seinem Leben das bezahlt, was der Tod oder die Sünde eingefordert hat, nämlich den Tod. Und weil er das bezahlt hat, kann Gott uns von unserer Schuld freisprechen und uns gehen lassen. Er verlangt nur eins. Genauso wie ein weltlicher Richter im Gericht von dir verlangt, dass du seine Gnade annimmst, wenn er sagt, okay, die Schuld ist bezahlt, du darfst jetzt gehen. Wenn du sagst an dem Tag, nö, ich möchte aber nicht gehen, ich möchte ins Gefängnis, und dass mein Freund für mich die 1.500 € bezahlt hat, das nehme ich auch nicht an. Da bin ich stolz, das mache ich lieber selber. Der Richter wird sagen, okay, wenn du es nicht annimmst, was dein Freund gerade für dich getan hat, dann gehst du ins Gefängnis. Dann empfängst du das, was ich dir auferlege. Und genauso ist es mit Christus. Dass Christus am Kreuz gestorben ist, heißt nicht pauschal für alle Menschen, sie sind errettet. Dass Christus am Kreuz gestorben ist, heißt aber, dass wer immer an seinen Opfertod glaubt und wer sein Vertrauen auf Errettung und Erlösung daran hängt, an das, was Jesus getan hat, wer daran glaubt und an das vergossene Blut Jesu Christi glaubt, dem spricht Gott von seinem Gericht frei. Und dem schenkt Gott das ewige Leben durch Jesus Christus. Und darum sagt Paulus, denn Gott hat uns, nicht uns allen, sondern uns Gläubigen, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils, durch das, was Jesus am Kreuz tat, ja, zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Und jetzt, der für uns gestorben ist, das habe ich eben gesagt, er ist am Kreuz von Golgatha für uns gestorben, damit etwas ganz Besonderes geschieht, damit, ob wir wachen oder schlafen, ja, ob wir wach sind und in unserem Leben sind oder ob wir gerade schlafen, ob wir im Leben oder im Sterben sogar sind, ob wir wachen oder ob wir schlafen, wir zusammen mit ihm leben sollen. Und das heißt es, was dieses Wort sagt, dass wir errettet sind vor dem Zorn Gottes und für uns nun nicht mehr Tod und Verderben und Verdammnis bestimmt ist und auf uns wartet, sondern wir wissen, durch den Opfertod Jesu haben wir das ewige Leben schon jetzt empfangen. Lieber Zuschauer, das ist der Grund, warum ich mich inmitten der Corona-Krise nicht fürchte. Denn ich weiß, ja, ich bin gewiss, dass wenn ich sogar heute sterben würde, wenn jetzt in dieser Sekunde mein letzter Atemzug getätigt würde, ich weiß, wo ich im nächsten Augenblick bin. Ich habe schon das Heil. Ich besitze schon das Heil. Das sagt dieser Vers. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz. Ich besitze schon das Heil. Nicht aufgrund meiner Werke, sondern aufgrund der Gnade, die offenbart ist im Glauben an Jesus Christus. Das ist der Grund, warum ich mich nicht fürchte vor Corona, vor Verfolgung, vor Leid, vor dem Tod. Und lieber Zuschauer, genau das wünsche ich auch dir. Ich wünsche dir das von Herzen. Ich wünsche dir, lieber Zuschauer, wenn du jetzt gerade hier mich siehst und mich hörst und du kennst Christus nicht, ich wünsche dir, dass du Christus findest und im Glauben dein Leben an ihn hängst, damit auch du das ewige Leben in Besitz nimmst.